Im Deutschunterricht analysieren wir neben sprachlichen und literarischen Inhalten auch gesamtgesellschaftliche Problemstellungen. Dabei geht es darum, eigene Meinungen und Positionen zu finden und zu verargumentieren. Und es geht darum, sich in der komplexen Informationswelt des 21. Jahrhunderts zurechtzufinden. Am Beispiel der Klimawandeldiskussion können wir verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Positionen vergleichen. Dabei können wir vermitteln, wie man Quellen prüft. Im Sinne einer Medienkompetenzvermittlung können wir den Schülerinnen und Schülern beibringen, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden und Fake News zu erkennen. In einer weiteren Stunde könnten wir den Schülerinnen aufschreiben, welche Wörter ihnen in Verbindung mit dem Klimawandel einfallen. Und danach könnten sie recherchieren, wann diese Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen sind. Mit so einer Sprachanalyse kann man sehr gut erkennen, wann das Thema Klimawandel in der Gesellschaft angekommen ist und wie es sich entwickelt.